Wenn dein großer bergsteigerischer Lebenstraum eine Matterhornbesteigung über den Hörnligrad ist, du keine Ahnung hast, wie du dieses Ziel erreichen sollst, dann nimm dir jetzt 10 Minuten Zeit und du wirst nach diesen 10 Minuten mehr über die Zielerreichungsmöglichkeiten wissen als 99% der Menschen auf der Welt. Die Tour ist klassischerweise auf 2 Tage aufgeteilt. Am ersten Tag trifft man seinen Bergführer entweder direkt auf der Hörnli-Hütte oder geht, wie in dem Fall hier, gemeinsam mit seinem Bergführer. So, grüß euch. Jetzt gehe mit Hans aufs Matterhorn. Das sind wir gestern angereist. Komm her, Hans, dass du im Bild bist. Servus! Am ersten Tag wird oft nach der Ankunft auf der Hütte der Einstieg des Hörnligrad erkundet. Das hilft nicht nur bei der besseren Wegfindung am nächsten Tag, sondern ist gleichzeitig auch ein gutes Akklimatisationstraining. Immerhin befindet sich der Gipfel auf fast 4500 Meter. Zusätzlich bekommt man auf den ersten paar hundert Höhenmetern schon eine gute Vorstellung, was auf einen am nächsten Tag zukommt. Geht es doch bereits 5 Minuten von der Hütte entfernt, ordentlich zur Sache. Wie hier gut zu sehen ist, befindet sich der Aufstieg durchwegs in steinschlaggefährdetem Gelände. Insofern ist eine gute Kenntnis des Weges unabdingbare Voraussetzung für eine sichere Besteigung des Matterhorns. Das ist auch der Grund, warum die Zermatter Bergführer als erste von der Hörnli-Hütte aufbrechen dürfen. Es gibt eine Rangordnung, die hier eingehalten werden muss. Hält man sich nicht daran, kann das dazu führen, dass einem schon auch ein Hüttenverbot auf der Hörnli-Hütte angedroht werden kann. Meist kommt es durch diese unflexiblen Vorgaben zu Staus am Grat. Wer die Tour ruhiger genießen will, sollte daher antizyklisch gehen, wie ihr das hier im Fall von Paul und seinem Gast sehen könnt. Der Vorteil daran ist, dass dann auch Zeit für geniale Fotos ist, wenn man seinen richtigen Bergführer dabei hat. Alles klar, guten Morgen. Morgen. Juhu. Juhu. Mit richtig meine ich einen Bergführer, der auch ein Fotografenauge hat. Paul bietet seinen Gästen zusätzlich zur Tour immer auch optional Fotos als Erinnerung an, die gegen einen geringen Aufpreis erworben werden können. So kann man sich ein Leben lang an diese gewaltigen Eindrücke zurückerinnern. Wir befinden uns nun schon auf einer Höhe von knapp unter 4000 Meter und können schon die Solwei-Hütte sehen. Bei der Solwei-Hütte handelt es sich um eine Notunterkunft, die für 6 Personen Platz bietet. In diesem Bereich befinden sich mit der unteren und der oberen Moseplatte auch die technischen Schlüsselstellen der Tour auf das Matterhorn über den Hörnligrad. Um diese Schlüsselstellen gut bewältigen zu können, sollte man den 3. Schwierigkeitsgrad alpin klettern können. Beim Solwei-Biwak bietet es sich dann an, eine kurze Verschnaufpause von dem Stau zu machen, der meist an der unteren Mosleplatte herrscht. Ab dann geht es klettertechnisch noch einmal anspruchsvoll in die obere Mosleplatte, vor allem wird es ab nun aber richtig ausgesetzt. Die Tiefblicke werden immer wilder und wilder. Servus. Grüß euch. Heiler.
Fixseile im oberen Bereich entschärfen die klettertechnischen Schwierigkeiten, sodass ab hier maximal im zweiten Schwierigkeitsgrad geklettert werden muss. Da die Taue allerdings so dick sind und ein paar abdrängende Steilaufschwünge an den Tauen hochgeklettert werden müssen, zehren diese Passagen ordentlich an den Kräften. Aspetta, vado giù ancora? Va bene? Im oberen Bereich des Hörnli-Grats heißt es definitiv noch einmal Zähne zusammenbeißen. Hinzu kommt, dass hier auch oft Schnee liegen kann, wie bei der Besteigung, die ihr hier von Paul sehen könnt. Somit muss auch durchgehend mit Steigeisen gegangen werden. Bitte! Der Abstieg hat es noch einmal voll in sich. Alles, was man raufgekommen ist, muss man nun auch runter. Und dieser Berg verzeiht vom Gipfel auf 4478 Meter bis zur Hörnli-Hütte auf 3260 Meter keinen einzigen Fehler. Ich kann mich selber noch an meine Matterhornbesteigung letztes Jahr erinnern, wo Stefan am Gipfelgrat umgeknackst ist, sich am Fuß verletzt hat und ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob ich überhaupt lebendig von diesem Berg runterkommen werde. Zum Glück war Stefan mental so stark, dass er bis zur Hörnli-Hütte und dann weiter ins Tal durchgehalten hat. Wer sich so ein Horrorszenario ersparen will, dem kann ich Paul als Bergführer wärmstens weiter empfehlen. Seil nehmen, meins! Mein Seil nehmen und drüberlegen! Einmal einhängen und dann passt. Ich hoffe, dieses Video hat einen guten Einblick verschafft, wie so ein Matterhorn-Hörnli-Grat-Besteigung mit Bergführer abläuft. Den Paul, der die Aufnahmen mitgebracht hat, kann ich wie gesagt wärmstens empfehlen. Den Kontakt zu ihm findest du unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn du künftig nichts mehr verpassen willst, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Bei Fragen einfach unten eine ins Kommentarfeld schreiben. Ansonsten geht's da zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal, werk heil, bleibt's geil, ciao!